Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in Folge 138 von Arboreon. Ja, der Thomas Stehler, der hatte mir geschrieben, ne, ich habe wieder letztes Mal überhaupt nicht das Bauteil angeguckt, was ich gekriegt habe. Und naja, das war jetzt nicht so dolle, ne? Da müssen wir mal gucken, dass wir das jetzt mal nachholen. Und die Zotern, klar, ich habe abgewrackt, die ich habe geschossen. Wenn ich geschossen habe, greift mich die Zotern an. Das hatte der Thomas mir auch noch geschrieben. Hätte ich wissen müssen, aber habe ich auch nicht mehr drüber nachgedacht, ne? Schlimm. Okay, dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir mal, was wir da in unserem Frachtraum haben, ne? Bis gleich. So, dann wollen wir mal schauen, was hier so drinne liegt. Also hier brauche ich gar nicht reingucken, das war ja jetzt Blödsinn, ne? Sondern hier vielleicht. Und alles, was so grau-beige blinkt, ist glaube ich neu. Hier gibt es ein fortschrittliches Handelssystem, das war glaube ich neu. Geschützkontrollsystem ist neu. T1, das ist ein schlechtes, das schlechteste Frachtraumerweiterung. Das gucken wir gleich an. Aufdeckendes R5 Hyperraumverstärker-Subsystem, sehr interessant. Radarreichweite 3, hier haben wir ein Geschützkontrollsystem. So, jetzt blinkt nichts mehr, außer das. Das Legendäre, bei Festinstallation nicht aktiv, Sprungreichweite plus 7, Hyperraum-Cooldown minus 50% und Hyperraumenergie minus 80%. Also das ist jetzt das Teil, was wir definitiv da reinbauen sollten. Und dann können wir... Oh, Sprungreichweite 11, der ist ja schon richtig gut. Was ist der? Auch 11. Okay, dann sollten wir überlegen, dass wir unser Schiff vielleicht vergrößern, damit wir das da reinkriegen. Was haben wir hier? Hyperraum Überlader. Ich glaube, der ist jetzt fest installiert. Wenn ich den hier rausreiße, habe ich ein Problem, ne? Ja, wir müssen entweder jetzt hier größer bauen, dass wir ein Feld hier wieder freikriegen, oder etwas rausnehmen. Aber das hier rausnehmen wäre jetzt auch doof, ne? Aber hier, wir können. Aber das ist alles fest eingebaut gerade, ne? Wenn ich Tab drücke, komme ich zum Spieler. Ah, und wenn ich nochmal Tab, wieder zum Schiff. Das wusste ich gar nicht. Das habe ich jetzt hier oben gerade gesehen. Sehr schön. Was machen wir jetzt? Ich glaube, wir gucken zu, dass wir unser Schiff mal gerade noch ein bisschen erweitern, in der Hoffnung, dass wir das so hinkriegen, dass das auch was bringt. Da gibt es ja extra für Bausteine. Wie bleiben wir denn hier? Na, wir müssen blau nehmen. Quartiere, Korrekturdüsen. Irgendwo gab es so ein Teil, was den Computerkern erweitert. Flugschreiber, Dock, Hangar, Gerüst, Computerkern, da ist das Teil. Was haben wir denn noch? Hyperraumkern, okay. Akademie, Solarpanel, Triniumlicht. Emblem können wir da drauf klicken, Schiffsname können wir drauf bauen. Ja, das ist also der Kern, Computerkern ist das. So, jetzt müssen wir nur überlegen, wo können wir einen riesengroßen Computerkern hinmachen, der uns das erweitert. Aber ich werde erst ein Gerüst bauen, weil ich diese Bauweise doch hier bei dem Schiff jetzt favorisieren, weitermachen will. Da einmal rein, Spiegelachse Y. Und zwar da, da und da hängen wir das dran. Da vorne die drei müssen, zwei müssen frei bleiben wegen dem Dock. Das lassen wir mal so. Und bauen jetzt den Computerkern da dran, in der Hoffnung, dass ich den nehme. Steuerung C, Steuerung V. Und jetzt machen wir den nur noch in der Länge so, dass der über Dreier geht dann, ne? So, das war jetzt der.
So. 16, das können wir uns leisten. Subsystem-Sockel plus 1 ergibt das. Würde ich jetzt mal so machen. Und dann gehen wir wieder in unser Gerüst, ziehen das mal ganz klein. Jetzt mal das so ganz klein. Es blendet mich gerade so ein bisschen. Ist das die Mitte? Könnte sein, oder? Und dann, wo war die Panzerung hier oben? Da ist die Panzerung. Und ziehen die wieder breiter und bauen die da so hin. Oh, das war jetzt natürlich nicht so gewollt, ne? Dann reißen wir mal schön wieder weg. Dicke habe ich überhaupt nicht berechnet, weil das sah jetzt nicht so dolle aus, ne? Ich glaube, A ist dick, ne? Und jetzt, ich hoffe, das hat er auf der anderen Seite genauso gemacht. Ja, hat er. So, Schiff ist wieder geschützt. Außer von da unten jetzt, aber das will ich jetzt auch nicht frei machen, weil das soll später noch eine Reihe drunter kommen. Und dann muss das so klappen. So, dann haben wir das. Dann sind wir hier drinnen und dann können wir wieder in I reingehen, haben den Platz hier oben freigeräumt und bauen das Teil da rein. So, jetzt müssen wir das natürlich noch irgendwann fest installieren. Das ging jetzt doch, hier geht das auch nur lösen, geht nicht woanders. So, und schon ist der Cooldown da oben schon anders geworden. Das haben wir wunderbar geschafft. Jetzt sehen wir, dass wir hier vielleicht einen größeren Kreis haben. Aber ich kann das jetzt gerade nicht einschätzen, aber es sieht fast so aus. Ja, weiß ich nicht. Ja, ich denke mal, so ein Drittel vom Kreis ist es dann vielleicht jetzt mehr geworden, ne? So, Ziel war jetzt eigentlich, ja, bis auf 1 dahin zu sprengen, ne? Koordinaten des Computers machen wir da mal hin. Und dann können wir da den Sprung fliegen. Das geht ja jetzt relativ zügig alles, weil wir das Teil eingebaut haben, ne? Jetzt lädt er auf. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, habe ich noch repariert letztes Mal oder nicht. Das können wir gerade testen. Ich glaube aber, ich hätte repariert, ne? Ja, haben wir wohl nichts zum Reparieren gehabt. So, hier ist leer, weil wir hier hin müssen. Und da müssen wir dieses Schiff kaputt machen, ne? Was war das? Schmuggler? Ja, Schiff vom Boot an Schmuggler war da auch drin, ne? Da könnte man die Mission wiederholen. Machen wir auch. Das hatte der Thomas Stähler ja auch gesagt, dass man das mehrfach machen kann. Dann wollen wir aber erstmal uns dieses KI-Schiff angucken. Das war ja, glaube ich, schon das, was wir besucht hatten. Schauen wir uns an, ob wir das kaputt kriegen. Aber das sollte eigentlich auch gut funktionieren, ne? Dann haben wir da die Mission auch ein Stück weiter. Mission aktuelles Experiment. Xotan erkannt, beginne Angriff. Leite Energie von den Schilden auf die Waffen. Ja, ich habe keine Ahnung, wie gut ich bin oder schlecht. Sieht wohl so aus, dass ich dem da das Schutzschild nur kaputt schieße und mehr auch nicht. Naja. Jetzt ist die Frage, welches Schutzschild hält länger? Aber so wie es aussieht, ist meins stärker wie den sein. Ja, das ist definitiv so. Also können wir das definitiv so machen. Dass wir einfach diesen Kampf annehmen und warten. Weil er ist zur Hälfte runter und wir sind vielleicht zu ein Drittel runter.
Müssen nur aufpassen, dass wir halt nicht den zu oft treffen lassen, sondern dass wir mehr treffen. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Wir können auch nicht wegspringen, dass er da irgendwie geblockt da oben, wie wir sehen. Aber das sollte alles kein Problem sein, weil wir definitiv das Schild gleich kaputt haben. Und er uns dann 40% überlässt und wir dann schon an seiner Hülle gehen. So. Sein Schutzschild ist jetzt Vergangenheit. Und jetzt gehen wir schon an seinen Kern und hoffen, dass wir da auch ordentlich was hinkriegen. Aber der teilt sich ja jetzt, oder wie war das? Okay. Okay, da müssen wir mal kurz überlegen, was wir da tun. Die Haupt-KI geht jetzt da oben. Die Kleinen sind alle da. Ich würde jetzt tatsächlich aber auf der Haupt-KI bleiben wollen. Weil die anderen sind sowieso da drüben. Okay, es ist jetzt gerade nicht so prickelnd. Ja, da müssen wir uns eine andere Technik ausdenken, denke ich mal, oder? Was ist jetzt passiert? Was ist da gerade explodiert? Ein Stück von dem, seinem Schiff da auch wieder. Immer noch schießt er. Unser Schild geht gerade nicht hoch. Da sind noch ein paar Haufen sozusagen. Die kommen aber, wenn ich das sehe, nicht hinter uns her, oder? Doch, kommen sie auch, aber... Also ich denke, wir müssen jetzt mal die Haupt-KI erstmal kaputt machen. Jetzt fliegt die weg. Die repariert sich auch, glaube ich. Das Teil hat uns jetzt doch tatsächlich so ein bisschen... Wir haben keine Energie mehr, das ist jetzt gerade unser Hauptproblem. Das ist die KI. Kommen die näher, diese Schrottdinger? Was ist das für ein Teil? Okay. Wir müssen erstmal unseren Energievorrat wieder etwas auffüllen. Die steht. Die stehen auch. Die bewegen sich. Und die bewegen sich auch, kommen näher. Ich würde aber tatsächlich erst die Haupt-KI fertig machen wollen. Ja, aber schnell fliegen ist gerade irgendwie nicht. Irgendwas. Ne, sind Feinde im Sektor, dann kann ich mir auch nicht reparieren. Also die Geschwindigkeit, die gerade hier losgeflogen ist, das war unsere. KI ist natürlich jetzt gerade schutzschildstechnisch mäßig unterwegs da, ne? Dass sie wieder oben ist. Ist jetzt nicht ganz so prickelnd. Ja, ich glaube... Wir werden den Fall hier gerade unterbrechen und werden eine zweite Folge daraus machen in diesem Kampf.
Ich stoppe das Ganze mal hier. Wir werden in der nächsten Folge diesen Kampf weiterführen. Ich sag mal erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.